Was haben wir noch gesehen? Die Markierung, ne? Ist auch ein Klassiker im Training, weil die Markierung, die man so auf dem Feld hat, die Linien, die hier sind, sind nicht immer die passenden. Genau. Ja? Also wir arbeiten sehr viel mit diesen Linien hier. Ja, die kann man, ich weiß gar nicht, wo wir es jetzt herbekommen haben. Im Fachhandel. Im Fachhandel kann man das kaufen. Kann man das kaufen, genau. Also wir setzen es eigentlich in jedem Training ein, um Sprungmarkierung zu setzen, um Feldmarkierung zu setzen, um Anlaufpositionen zu markieren. Genau. Also sie sind sehr vielfältig. Das sind verschiedene Farben habe ich hier und auch verschiedene Muster oder verschiedene Formen, ne, sind das hier. Also das ist mal eine Ecke, das ist ein Stück gerader Streifen und so weiter. Gibt es auch in verschiedenen anderen Varianten einfach als kleine Kreise oder irgendwie sowas. Ich habe das selbst zum Beispiel mal als Füße. Also tatsächlich kleine nachgemachte Füße. Und die kann man auch auf dem Boden legen, wenn man jetzt irgendwelche Schrittkombinationen haben möchte. Oder der Anlauf zum Angriffsschlag, ist so der Klassiker dann, wo man dann rechten und linken Fuß tatsächlich hinlegen kann in solchen, so einem Material.